bin aufgewachsen in der Braunschweiger Gegend und da stammen auch meine ersten Erfahrungen mit der deutschen Teilung. Das war 1952. Unsere Klasse machte einen Klassenausflug nach Helmstedt, um uns mal die Verhältnisse vor Ort in Helmstedt-Marienborn vor Augen zu führen. Wir waren da an der Bundesstraße 1, die da an der Grenze endete. Da stand so ein alter, verrosteter Bus, war alles zugewachsen, es war auch ein bisschen Stacheldrahtzaun. Das waren so die ersten Eindrücke. Ich meine, im Grunde genommen, wir hatten in den Jahren eigentlich ganz andere Probleme, als mit der Teilung Deutschlands uns auseinanderzusetzen. Wiederaufbau und so weiter. Und wir warteten jetzt auf unseren Bus. Und da stand neben uns eine ältere Frau, dunkel angezogen. Und plötzlich ging unser Lehrer zu dieser Frau, machte eine tiefe Verbeugung und sagte: Kaiserliche Hoheit, darf ich Ihnen meine Klasse vorstellen? Das stellte sich heraus, es war die Tochter des letzten deutschen Kaisers, Victoria Luise, Herzogin von Braunschweig, die sich in der Zeit engagierte für die Kindererholung. Die wartete auf einen Kindertransport aus West-Berlin. Und dann haben wir noch ein Foto gemacht. Also es war also doch etwas, was stecken geblieben ist. 1954 zogen wir nach Wolfenbüttel. Der Landkreis liegt ja direkt an der Grenze, aber an der Grenze bin ich eigentlich nie gewesen. 1958 habe ich Abitur gemacht und nachdem mein Wunsch zunächst zu studieren, Berg- und Hüttenwesen, das hat nicht geklappt. Ja, da bin ich in die Fußtapfen meines Vaters getreten, der Zöllner war, und habe mich als Zollbeamter ausbilden lassen. War in Braunschweig eingesetzt, dann an der holländischen Grenze und am 1. März 1966 wurde ich versetzt nach Braunlage im Harz zum Zollkommissariat an der Zonengrenze, sagte man damals noch, zwischen der innerdeutschen Grenze. Das war für mich eine Herausforderung, wissen Sie. Ich bin ein sportlicher Mensch gewesen, also das hieß da im Harz Skilaufen unter anderem. Ich konnte aber nicht besonders Skilaufen, aber man hat mich da hingesetzt und der Bezirk, wo ich zuständig war, erstreckte sich von der Eckertalsperre bis Jägerfleck im Süden, da wo die Straße nach Thüringen, die Bundesstraße nach Thüringen geht. Es war also, wissen Sie, fast täglich hatte man den Brocken vor Augen. Von Braunlage kann man den Brocken nicht sehen, aber wenn ich unterwegs war im Gelände und sah den Brocken, wissen Sie, der hat mich fasziniert. Zum Greifen nah und unerreichbar.